So, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder bei Jens von Minga Gaming und der Meisterliga mit dem FC Chelsea London. Ich möchte euch mal ganz kurz hier ins Boot holen. Das erste Champions League Spiel haben wir gegen Galatasaray Istanbul zu Hause 1-0 gewonnen. Sicherlich glücklich, die Folge könnt ihr euch anschauen, aber da ist ein sehr schönes Tor passiert, lohnt sich auf jeden Fall. In der Premier League sind wir insgesamt auf einem guten Weg und ja, das nächste Highlight jetzt also das Auswärtsspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon. Ich glaube, das wird eine happige Aufgabe für mich. Da bin ich mir schon relativ sicher, wenn man das mal so bereits an der Stelle sagen darf. Wir werden natürlich hier unsere bestmögliche Aufstellung auch natürlich nutzen. Das ist, denke ich mal, auch klar. Hier haben wir noch einen interessanten offensiven Mittelfeldspieler, den würde ich jetzt einfach mal in die Runde reinwerfen. Dann haben wir hier noch drei Leute, die vorne richtig gut in Form sind. Hudson-Odoi gebe ich mal die Chance in der ersten Halbzeit. Abraham müssten wir mal gucken, wie der auf dem Flügel bewertet wird. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so der Hit, also nehme ich dort Timo Werner rein und setze den aber auf Halbstürmer, vielleicht ein bisschen hoch, dass er hier unterstützen kann, und Hudson-Odoi vielleicht ein bisschen weiter außen, dass der die beiden Spieler vor allem mit schnellen Tempo gegenstößen, so ist zumindest mein Plan, dann mit flachen und vielleicht auch hohen Anspielen füttern kann. Natürlich Olivier Giroud prädestiniert eigentlich auch für Kopfballtore, da hat er ja sicherlich seine Chance. Wir steigen jetzt ein, ich möchte natürlich in der Gruppenphase den Anschluss nicht verlieren, jetzt im zweiten Spiel bei Benfica den zweiten Sieg einzufahren. Wäre natürlich mein primäres Ziel, ganz klar. Aber ich glaube, ich könnte bei Benfica Lissabon, die sicherlich ein starkes Team haben, dann sicherlich auch mit einem Remis leben. Schauen wir mal, wie das Spiel so läuft. Wir schauen uns mal ganz kurz an, mit welcher Aufstellung Benfica Lissabon hier agieren wird. Ich finde ja die Einläufe insgesamt, egal welcher Wettbewerb, sehr stimmungsvoll umgesetzt. Gibt ja auch einiges an Stadien, Originalstadien in PES 2021. Immer noch ein bisschen schade, dass man nicht einen Stadion-Editor implementiert hat, wo man dann auch wirklich mit Bauteilen wirklich originale, ich sag jetzt mal, Stadien nachbauen kann und die dann vielleicht auch der Community zur Verfügung stellt. Das ist vielleicht Zukunftsmusik, was es dann vielleicht auf der PlayStation 5 schon im neuen Teil vielleicht dann ja, nächstes Jahr geben wird. Vielleicht gibt es da auch rechtliche Probleme, dass man vielleicht dann, ich sag jetzt mal, 1:1 Bauteile nimmt und wirklich 1:1 originale Stadien bauen könnte. Keine Ahnung, wie sich sowas rechtlich im Hintergrund verhält und bewegt, aber ich glaube, wenn man da einen vernünftigen Editor mit vernünftigen Teilen macht, könnte das schon sein. So, kommen wir zum Spiel. 4-4-2. Benfica Lissabon, Carlos Vinicius und Weigel natürlich zwei der Leute, die sofort ins Auge fallen, weil man sie doch, denke ich mal, kennt. Ich agiere mit meinem 4-3-3-System. Ich bin relativ offensiv ausgerichtet, aber Jorginho und Kanté im zentralen bzw. defensiven Mittelfeld, die wuppen das schon. Ich werde auch wieder die Abwehr ein bisschen hochsetzen. Das habt ihr gerade mit einem Doppelklick gesehen. Das heißt, meine Abwehr steht nicht auf der Mitte dieses Cursors, sondern ich habe sie ein bisschen höher genommen. Das heißt, ich möchte also aggressiver an den Ball ran. Ah, okay. Die erste Ecke für Benfica Lissabon bahnt sich an. Ach, es war gar keine Ecke, hat sogar Foul gepfiffen. Na, das ist natürlich eine fiese Position. Aber der Stürmer kommt zwar an den Ball mit einem Kopfball, aber ich habe da eigentlich gut platziert gestanden und so konnte ich ihn eigentlich zumindest mit dem Kopfball so weit stören, dass da nichts Vernünftiges bei rausgekommen ist, sagen wir es mal so. Oh, schade. Das war schon mal ein guter Anspiel, ein gutes Anspiel. Den hätte ich dann, gut, danach ist man meistens schlauer. Oh,
Glück gehabt, da habe ich Glück gehabt. Ich habe genau gedacht, eben dadurch, dass ich mit Rüdiger noch versucht habe, den Ball reinzugrätschen, dass der Torwart den nicht sieht und der oben rechts einschlägt. Glück für den FC Chelsea. Das war kein gutes Stellungsspiel eben von mir. Denke, das hat man auch ganz gut gesehen. Aber ich bleibe meiner Linie trotzdem treu mit Frank Lampard. Körperliches Spiel, den Gegner eigentlich nicht ins Spiel kommen lassen. Jawohl, und das Pressing zeigt hier zumindest mal erste Wirkung. Emerson. Oh. Keine gute Abstimmung geben. Da ist, ich glaube, Giroud war es, zu spät eingestartet. Oder der Pass kam zu spät. Kann man jetzt sehen, wie man will. Schön. Und. Oh, schöne Situation. Schöne Situation. Kai Havertz ist ja aktuell verletzt. Mein offensiver Mittelfeldspieler, der natürlich auch im Normalfall hier in der ersten Elf gestanden hätte. Aber Kompliment hier. Das war ein guter Schuss von, ich glaube, Mount war es. Den ich jetzt im Prinzip dann auf den offensiven Mittelfeldspieler posten bzw. die Position gestellt habe. Oh. Ja! Die Ruhe bewahrt im Abschluss. Ich glaube, Hudson-Odoi war's. Klasse. Super. Super. Frank Lampard natürlich zufrieden. Wir schauen uns die Situation nochmal an. Hier Giroud bedient. Oh, schön. Natürlich auch ein bisschen Glück hier. Der Verteidiger hat den Ball eigentlich abgegrätscht. Verhaspelt sich da ein bisschen. Hudson-Odoi behält auch die Ruhe. Könnt ihr nochmal schauen hier. Er nimmt auch noch den zweiten Schritt. Normalerweise hätte ich den Abschluss sogar früher gesucht. Ich möchte euch mal zeigen, was ich meine. Und zwar jetzt. Jetzt hätte ich eigentlich schon direkt drauf gehauen. Aber ich habe mir gedacht, ich habe vielleicht noch genau diesen halben Meter Platz. Und diesen einen Schritt mit dem Ball richtig zurechtzulegen. Und das war in diesem Moment genau die richtige Taktik. Also der FC Chelsea führt bei Benfica Lissabon nach 16 Minuten mit 1:0. Hudson-Odoi. Ah, da sollte eigentlich der Ball auf Giroud kommen. Was ärgert mich dann halt manchmal, wenn man eigentlich woanders hinpasst. Aber wir wollen mal nicht meckern, das ist ein super Gameplay. Um Welten besser als FIFA, bleibe ich dabei. Mag sein, dass sie mehr Lizenzen haben. Das ist alles richtig. Aber das ist ja schon seit Jahren so. Und da muss man einfach für sich halt wissen, was einem wichtiger ist. Wie gesagt, ihr findet ja auf dem Kanal wahnsinnig viel schon zu PS 2021. Und ich kann euch schon mal versichern. Oh, ist der stark gehalten. Ist der stark gehalten. Und ich kann euch versichern, es wird nicht weniger Content werden. Und da geht er durch, da geht er durch. Da muss der Ball hin. Ach, Callum Hudson-Odoi. Ach, Emerson war das sogar, okay. Gut. Schade, schade, schade. Ich glaube, aus der Situation hätte man mehr machen können. Man sieht auch, dass der FC Chelsea eigentlich hier. Hier seht ihr es wieder. Schön. Schön. Emerson. Der kann flanken. Oh, da war noch ein Verteidiger von Lissabon dran. Und ich möchte jetzt hier gar nicht den Stab der Dominanz hier über das Spiel schwingen, aber ich würde mal sagen, rein von den Chancen und vom Spielerischen habe ich die Partie im Moment gut im Griff. Rüdiger. Ah, der Pass von Mount muss natürlich ankommen, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Wir haben 36 Minuten gespielt. Also wie gesagt, wenn ich hier mit einer Führung in die Pause gehen könnte, dann wäre ich auf jeden Fall schon froh. Aber hier seht ihr es auch.
Vom Gameplay her, das ist schon echt cool. Das ist schon einfach cool. Nein! Ich hätte doch den Ball gehabt. Seht ihr mal, das Quatschen lenkt doch manchmal ab. Okay. Egal. War jetzt mein Ding. Aber Benfica zeigt immer wieder Nerven beim Pressing. Kommen immer wieder Pässe unsauber an. Hier, jetzt doppel ich zum Beispiel. Sehr schön abgewehrt von Christensen. Schön gemacht. Genauso muss das auch mal sein. In den Ball stellen. Ich denke jetzt, den kurzen Einwurf, den habe ich ja jetzt verhindert. Dadurch, dass ich die Spieler hier beide zustelle. Oh. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Muss ich wirklich sagen. Und dann noch Julian Weigel. Aber gut, das ist ja egal. Aber das war ein Gegentor aus dem Nichts. Das war wirklich aus dem Nichts. Boah, da habe ich gedacht, den habe ich locker. Und dann war doch, da war ich doch den Kopf zu kurz. Ärgerlich, wirklich ärgerlich. Aber wie sagt man immer so schön, wir haben ein Spiel. Schön. Ah, schade, das wäre nicht abseits gewesen. Ich glaube, Hudson-Odoi war's. Mensch, da muss aber eigentlich ein Giroud stehen. Das gefällt mir manchmal nicht so gut, weil der soll eigentlich im Zentrum genau diese Bälle von mir bekommen. Ist das ärgerlich. Ah, da ist er im Zentrum, der Stürmer, in dem Fall Giroud. Ist not, oh, der den noch jetzt gekriegt hätte. Der ist natürlich zugestellt, aber ich denke, gleich wird es zur Halbzeit gehen. Ah, das macht man nicht, dass man in so einer Situation abpfeift. Na gut, 4:3 Schüsse, einer jeweils aufs Tor, der war in beiden Fällen drin. Benfica wesentlich mehr Ballbesitz. Ich versuche eigentlich, wenn ich den Ball habe, mit Balleroberung schnell in die Spitze zu gehen. Das ist mir eigentlich auch bis jetzt ganz gut gelungen, wie ich finde. Und wir spielen unseren Stiefel weiter. Ah, Werner kriegt den nicht unter Kontrolle. Werner ist noch nicht im System FC Chelsea angekommen. Ich habe für ihn noch nicht so den richtigen Platz gefunden. Und ich bevorzuge eigentlich immer auch einen bulligen Stürmer alias Giroud. Immer wenn, ich sage mal zumindest, wenn der fit ist, weil er einfach eine bessere körperliche Präsenz hat. Ja, genauso muss das aussehen von Giroud. Da wird er nicht angegriffen, da macht er eine gute Drehung. Da kann er sogar noch 2-3 Meter gehen und er ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein prädestinierter Dribbelstürmer. Sehr schön von Kanté. Macht das schon gut. Sehr schön. Alles gut, hab den Ball noch. Ah, dieses Auflaufen kann man schon mal auch pfeifen, wie ich finde. Ja, Werner ist für mich auf dem Halbstürmer, muss ich sagen, bis jetzt im System Chelsea, egal ob ich ihn links oder rechts spielen lasse, irgendwie dann doch verschenkt, obwohl er ja Tempo hat. Ja, dort auch wirklich dann nach dem Ballverlust mit Tempo reinzugehen. Ah, diese Körperkontakte finde ich schon manchmal grenzwertig. Ja? Mein Gott, er soll nicht jeden Mist pfeifen. Das ist England, das ist Champions League, das ist alles schön und gut. Schön gesehen. Ja, die Partie ist ein bisschen auf des Messers Schneide jetzt. Das merkt man ein bisschen. Benfica lauert. Und da pfeifen sie es halt, ne? Da pfeift das halt. Das ist genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Beziehungsweise in dem Fall muss ich sogar sagen, ich glaube, ich habe den Freistoß gekriegt. Dann möchte ich gar nichts sagen. Okay, ich sage auch nichts. So, wir gucken jetzt langsam, dass wir nochmal frische Kräfte vorne einwechseln.
mit Abraham. Ja, wenigstens eine Ecke. War gut gespielt. Da brauche ich mich gar nicht grämen. Chelsea macht's gut. Ich suche weiter den Weg nach vorne. Werde jetzt hier aber Auswechslungen vornehmen. Hudson-Odoi hat mir bis jetzt eigentlich gut gefallen. Giroud auch. Aber ich glaube, dass ich jetzt hier einfach nochmal ein bisschen Reize setzen möchte. Loftus-Cheek. Ah, das ist dann auch egal, ob es ein 76er oder 79er Wert ist. Und James vielleicht noch auf dem frischen Linksverteidiger, weil der ist ja komplett platt. Müssen wir gucken, wenn ich die beiden tausche. Genau, das ist dann solide. Zwei Leute für die Offensive, einen noch in der Abwehr. Und dann schauen wir mal. Benfica Lissabon. Kanté. Sehr schön. Nein! Das war super gespielt. Das muss ich sagen, das war super gespielt eben. Ah, hier. Der Abschluss, da hätte ich mir sogar noch... Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich mir hätte Zeit lassen können. Ich meine, der Torwart kommt doch gerade so ran. Unten rechts wäre vielleicht der bessere Abschluss in dem Moment gewesen. Weil der Weg für den Ball einfach kürzer gewesen wäre. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Aber okay, okay. Wir wollen jetzt nicht meckern. Chelsea bringt auf jeden Fall nochmal frischen Wind rein. Aber ich hoffe, das recht sehe ich nicht, dass wir hier... Das wird hier dann. War richtig gespielt. Das war absolut richtig gespielt. So. Wie gesagt, ich hoffe, es rächt sich insofern nicht, als dass ich hier nicht noch in irgendeinen Treffer Ende der zweiten Halbzeit laufe. Den habe ich, den habe ich. Jawohl. Sehr schön gespielt. Abraham, Hudson-Odoi, der ist schnell, der ist schnell. Der ist schnell! Schade. Na gut, es war jetzt nicht sein starker Fuß. Ja, Kanté ist schon wirklich stark. Er ist einfach stark. In der Balleroberung. Schön gespielt von Loftus-Cheek. Oh, das war ja gar nichts. Na gut, der ist natürlich eigentlich Rechtsverteidiger, der jetzt links drauf ist. Möchte ich jetzt auch nicht meckern. Hat man ja auch nicht immer so auf der Uhr in der Situation, wo man das so spielt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, jetzt geht die 90. los. Ich sage am Ende des Tages, wenn es bei diesem 1-1 bleibt, dass Benfica am Ende des Tages damit besser bedient ist. Ich kann sicherlich mit der Punkteteilung leben. Aber ich habe insgesamt, glaube ich, die klareren Chancen gehabt. Die wesentlich bessere zweite Halbzeit. Und bin aber insgesamt mit dem Auftreten meiner Mannschaft absolut zufrieden. Wirklich hätte man auch gewinnen können, aber 4 Punkte aus 2 Spielen in der Champions League ist jetzt so auch nicht das schlechteste Ergebnis für eine Mannschaft, die sich im Neuaufbau unter Frank Lampard befindet. Ihr seht's hier.
Chelsea und Benfica mit 4 Punkten. Galatasaray hat dementsprechend Dynamo Kiew geschlagen. Eine spannende Gruppenphase, also da ist das Weiterkommen zumindest fürs Achtelfinale der Champions League keinesfalls in Stein gemeißelt. Im Gegenteil, also da werden noch ein paar deftige Partien auf uns zukommen. Der dritte Platz würde zumindest zur Europa League berechtigen, das ist schon richtig. Aber mein Ziel muss es natürlich irgendwo auch entsprechend sein. Auf jeden Fall in der Gruppenphase weiterzukommen. Hier seht ihr, dass die Story schon ihren Lauf nimmt und hier wird natürlich angedeutet, das nächste Spiel wird es ganz klar auch in der Meisterliga bei uns als Let's Play-Folge auf dem Kanal geben. Das ist der FC Chelsea London, die den FC Everton begrüßen dürfen. Warum das jetzt das Mega-Derby ist zwischen Liverpool und Manchester. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass Arsenal der nächste Gegner ist. Okay, nehmen wir mal so hin. Aber auch das zeige ich. Denke, das könnte auch eine interessante Partie werden. Dann kommt der FA Cup. Ja gut, das ist natürlich jetzt unglücklich. Dadurch, dass ich die zweite englische Liga nicht implementiert habe, hat er hier offensichtlich die spanische reingehauen oder wie auch immer. Jetzt nicht so hübsch, muss ich mal sehen, ob ich die, ich denke mal, die Folgen lasse ich dann außen vor, den FA Cup. Das ist jetzt einfach so, aber deswegen eine neue Meisterliga starten, no way. Soll jetzt nicht meine Priorität sein. Ich glaube, euch hat es gefallen. Ihr könnt jetzt nach oben rechts nochmal ganz kurz euren Blick auf die Tabelle der Premier League werfen. Es sind 5 Spiele gespielt. Ich konnte 4 gewinnen und eine verloren. Bin also da im Moment richtig gut dabei. Habe mich oben festgebissen. Das war so mein Ziel, in den ersten Spielen einen Saisonstart hinzulegen, dass man unter die 5, 6 ersten Teams sich erstmal festsetzen kann. Also da bin ich sehr zufrieden und ich hoffe dann, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wie gesagt, sehr, sehr viel PES 2021 Content. Es gibt mehrere Playlists, My Club, Meisterliga, PES Universe Patch, auch mit Tipps und Tricks. Schaut doch mal auf dem Kanal unter PES 2021. Ich habe es auf der ersten Seite verlinkt. Dort sind alle Playlists von PES 2021 nochmal übersichtlich zu finden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen freuen, über einen netten Kommentar, wie euch die Folge gefallen hat. Natürlich auch über ein kostenloses Abo, damit ihr zukünftig keine Folgen mehr verpasst und keine Videos mehr zu PES 2021 und auch anderen Spielen/Sportspielen auf dem Kanal. Also bis dahin, danke, euer Jens.